Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. So, damit herzlich willkommen bei The Evil Within 2, jetzt im Kapitel 9, am Ende des letzten Videos, beziehungsweise im letzten Video haben wir Stefano endlich besiegt und es hat sich schon herausgestellt, dass es noch jemand weiteren gibt, der hier seinen Untrieben treibt und dass Myra noch am Leben ist und die ist ja eigentlich tot geglaubt aus dem ersten Teil. Ja, also es wird noch einiges passieren. So, wir können jetzt hier mal an die schlaue Wand gucken. Hier ist jetzt Stefano, er ist durchgestrichen. Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Ja, genau. Das ist Kunst. So. Was haben wir jetzt hier noch? So, ihr seht schon, das Büro von Sebastian hat sich etwas geändert. Das ist schon ein Hinweis auf den nächsten Gegner, der uns die nächste Zeit beschäftigen wird. Er hat sich noch nicht vorgestellt, wird aber demnächst auch passieren. Was ist das? Wo ist der Spiegel? Ja, den Spiegel gibt es jetzt erstmal nicht. Dafür haben wir einen Altar. Haben auch neue Gegner im Repertoire. Die wir dann später noch treffen werden. Wo bin ich denn jetzt? Ja, und das ist jetzt eine ganz andere Welt. Wir sind jetzt hier in einer Art Kerker oder Verlies und werden uns jetzt hier irgendwie ein bisschen rausschlagen müssen. Und ich starte mal hier, indem ich mich ein wenig umsehe, was es denn hier so gibt. Munition, Bolzen, irgendetwas, was mich weiterbringt. Schießpulver zum Beispiel. Gut, nicht so viel in diesem Raum. Gucken wir in den nächsten Raum. Ja. Das war er. Was war das? Unser neuer Freund. Freund in Anführungszeichen. So, gucken wir mal hier lang. In der Ferne hören wir Schreie. Kein gutes Zeichen. So, Waffenteile und Waffenteile. Und hier hinten noch eine Kiste. Eine Spritze, sehr schön. Können wir eigentlich auch gleich mal verwenden, weil der Kampf gegen Stefano hat doch ein bisschen zugesetzt. Und ich hatte noch keine Möglichkeiten, mich wieder zu regenerieren. So, dann gehen wir mal hier den Gang lang. Das ist übrigens ein Hinweis darauf, dass ihr hängende Lampen abschießen könnt und damit eure Gegner auch beseitigen könnt. Das ist etwas, was ich im ganzen Spiel noch nie gemacht habe, weil ich es bis dahin einfach nicht gewusst habe. Also bis nach Durchzucken der zweiten Runde nicht gewusst habe. Ich habe das dann irgendwann mal irgendwo gelesen. Aber man kann das wohl. Es gibt, glaube ich, sogar eine Trophäe, wenn man damit zwei oder drei Gegner erledigt. Ist nice, ne? So, wo muss ich denn jetzt lang? Entweder gehe ich da unten lang oder ich gehe da oben. Da war nämlich noch eine Tür. Und ich glaube, dass hier oben ist erstmal die bessere Option, weil das da unten ist der Hauptweg, wo ich so oder so lang muss. Also gucken wir jetzt erstmal hier lang. Ja, genau. So, da hinten liegt was.
Hier werden dann wahrscheinlich die verstümmelten Reste gelagert oder gesammelt oder abgeworfen. Ist ein bisschen eklig. So. Ich frage mich, wer da unten Kerzen reinstellt. Und warum? Okay, warum, damit es wahrscheinlich ein bisschen beleuchtet ist, aber diese Position. Na gut. Es ist, wie es ist. Es erleuchtet uns ein wenig. Dann soll das so sein. So, wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen. Das ist schön. Haben wir ein bisschen was eingesammelt. Das ist auch schön. Und dann sind wir hier an der Stelle, glaube ich, durch und können dann dem regulären Weg weiter folgen. Ja. War klar, dass da noch ein Typ hier aufspringt. So. Na, komm her. Ja, nein, vielleicht? Doch. Ja, das sind die mit den Masken. Die Masken schützen jetzt natürlich die Träger am Kopf und machen sie etwas robuster. Aber Gott sei Dank kommt dieser Gegnertyp nicht allzu oft. Wäre nämlich eine ganz schöne Munitionsverschwendung. So, gut. Da hinten lang, genau. Weiter durch das Verlies und immer tiefer rein. Ja, ja, ja. So, ich dachte am Anfang, das wäre irgendwie eine Falle, dass irgendwann das Dach runterkommt, weil da so viele Speere oder Spitzen dran sind, aber das passiert nicht. Was so im Nachhinein auch nicht wirklich schlimm ist, wenn es nicht passiert. Es sieht halt nur so aus. So, da haben wir noch zwei Kisten. Und das nächste Tor. So. Es gibt hier auch wieder ein bisschen was zu sammeln. Also mindestens einen Schlüssel und eine Information bzw. Akte liegt hier irgendwo rum. Und noch sind die Zellentüren hier zu, aber ja, wenn wir an die anderen Sachen ran wollen, müssen wir sie auch irgendwann öffnen. Beziehungsweise müssen sie so oder so öffnen, damit ich weiterkomme. So, wie gesagt, es ist alles noch zu. So, dafür brauchen wir eine Kurbel, die müssen wir jetzt erstmal suchen. Für das große Tor links hinter uns. So, warte mal, hier ist irgendwie. Wo? Ach, da. Und der nächste. Ja, mit etwas Abstand ist das alles kein Problem. Und ich habe jetzt auch wieder die normale Handfeuerwaffe, weil, wie gesagt, ich glaube, in einem anderen Video schon mal erwähnt, finde ich sie besser als die mit Schalldämpfer. Auch wenn die mit Schalldämpfer etwas ruhiger ist. Gefühlt nicht so effektiv. Ja, alles noch zu. Ja. Noch kann man hier nichts machen. Ich suche immer noch die Kurbel, die ich brauche, um weiterzukommen. Das ist übrigens der Startpunkt, also hier war ich schon. Da bin ich rausgekommen. Nee, bin ich nicht. Haha, sah nur so aus. Hier ist auf jeden Fall die Kurbel. Oh Mann. Ja, meine Koordination, Orientierung ist nicht die beste. So, damit haben wir jetzt den Mechanismus... Ja, Kurbel, bla bla bla, in Gang gebracht, der die Zellentüren wieder öffnet und damit wird das da draußen jetzt relativ lustig. Ich bewaffne mich mal. Naja, gut. Probieren wir es mit den Pfeilbolzen. Da hinten ist schon gerade einer langgerannt.
So, jetzt sind sie alle draußen, die Idioten. Ja. Er wird gleich wieder aufstehen. Ja. Und, steht er nochmal auf? Ja, er steht nochmal auf. Alles klar, kein Thema. Na? Ja. Hat er sich bewegt, der Schweinehund? So, ich glaube, das war's für ihn. Aber das mit dem Pfeilbolzen, das dauert zu lange. Na komm, komm davor. Sehr gut. Dann können wir jetzt aber hier die beiden Neuen einsammeln. Da wir jetzt ja ein paar verschossen haben. So, was hat er hier? Schießpulver? Ja, gut, gerne. Hier auch noch ein bisschen. So, und jetzt können wir die Zellen alle einzeln abklappern. So, hier besteht die Gefahr, dass er aufsteht. Ja, genau. War abzusehen. Gut. Also wenn das Glibbergel jetzt nicht gewesen wäre, hätte sich diese Aktion nicht gelohnt. Weil die normalen Flaschen brauche ich nicht. So, okay. Hier dürfte alles fein sein. Dann suchen wir die Statue und die Information. So, da mal wieder einen mit Maske. Okay, Maske ist weg. Kommen die anderen natürlich hinterher. Wow. Ja. Ja. Und natürlich das Nachladen. Oh, scheißen Dreck hier. Amos. Ja, das war zu spät reagiert. Wo ist er hin? So, erledigt. Dann können wir das Gel nehmen. Da liegt auch noch ein bisschen was. Ich müsste mich eigentlich auch schon wieder heilen. Platsch, 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 platsch. Ich finde das irgendwie immer total cool, wenn die Köpfe explodieren. So, dann gucken wir mal in die Zelle. Waffenteile, das ist gut. Und ich glaube da... Ne, das ist die Munition. Aber irgendwo muss hier auch... Ui. Die Akte liegen. Ha, genau, da liegt sie. Verbrannte Seiten aus der Freiheit untertan 1. Es ist der natürliche Wunsch des Menschen, sich zu widersetzen und zu widerstehen. Sei es bei Veränderung, Autorität oder Verlangen. Doch der mentale und emotionale Tribut wiegt häufig schwerer als die daraus resultierenden Vorteile. Das Universum ist zu gut organisiert, zu perfekt seine Konstruktion. Wie können wir nur glauben, dass solche Perfektion aus Chaos entstanden ist? Meine Hypothese ist, dass es einen Plan gibt. Für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Manche sagen, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Einige nennen es Schicksal. Was es auch immer ist, Leid kommt über alle, die sich dem widersetzen. Ja. Klingt nach einer religiösen Schrift. Und das passt auch ganz gut zu unserem neuen Freund, der sich dann später unser Gegner schimpft. Und das war eben noch eine Tasche für Armbrustbolzen. Damit fehlt mir nur noch eine. So, gut, wir haben die Akte. Dann fehlt jetzt noch die kleine Statue mit dem Schlüssel. Und die müsste hier links irgendwo in den Zellenblöcken sein. So, ich hoffe, er bleibt liegen. Ja, das sieht ganz gut aus, dass er liegen bleibt. So, da ist die Statue. Schlüssel genommen. Sehr schön. Damit sind wir in dem Bereich jetzt quasi fein und können zum großen Tor gehen, damit wir da weiterkommen. Nehmen wir mal hier noch die Teile mit. Ja, toll. Na? Gut.
Hast du irgendwas liegen lassen? Ja, Deal. Sehr schön. Soho. Der große bleibt weiterhin liegen, das ist super. Und dann jetzt hier rechts zum großen Tor. Und ja, die Kurbel benutzt. Ja, komm. Drück. Schön weiter drücken und drehen. Drücken und drehen. Gut. Jetzt kommen wir in eine Art Zellen. Hier wird es dann irgendwo noch einen Resonanzpunkt geben, eine Erinnerung, die wir finden können. Gucken uns das hier alles mal alles in Ruhe an, damit wir auch gar nichts verpassen. So, das war die Resonanz, die wir jetzt gleich finden müssen. So, und da ist sie. Da schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Ja. Ist sie wahrscheinlich auch. Nach Junien. Junien hat ja den ganzen Scheiß hier eingebrockt, Mädel. So. Dachtest wohl, du wolltest mich überraschen, wa? Getäuscht. Gut. Dann haben wir hier alles, was wir brauchen, glaube ich. Die Tür ist zu, also müssen wir wieder da raus, wo wir rein sind. Und ich warne euch schon mal vor, das Video ist gleich zu Ende. Und im nächsten Video geht es dann hier quasi im Verlies weiter. Beziehungsweise an dem Punkt, der uns gleich erwarten wird. Es wird spannend. Hey moin, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und wenn dem so ist, würde ich mich über Kommentare oder Feedback unten drunter freuen.
Und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt oder mehr sehen wollt von mir und meinen Videospielerlebnissen, dann benutzt auch gleich diesen Button. Dann könnt ihr nämlich den Kanal abonnieren und würdet nichts mehr verpassen. Oder ihr geht direkt auf eins der anderen Videos, die hier gleich eingeblendet werden, und macht euch noch ein bisschen mit dem Kanal und meinen Spielerlebnissen vertraut. Ansonsten, wer noch mehr von mir sehen will, der kann mir gerne auf Instagram, Twitter oder Facebook folgen. Die Links dazu gibt es in der Kanalbeschreibung oder auch unter den Videos unten drunter. Ja, ich sag tschüss und dann hoffe ich, dass man sich irgendwann wieder sieht, hört oder liest. Bis dahin und vergesst das Abonnieren nicht.